Tennos. Heute werde ich euch wieder eine Waffe vorstellen. Ich denke sogar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es meine erste Peitsche, die ich heute vorstellen werde. Und zwar handelt es sich hier um die Zetila Zera. Da seht ihr schon, Zetila Zera, geschmiedet für Veteranen des Schallachroter Speerkonflikts, wurde diese Lacera verändert, um noch flinker und tödlicher zu sein. Dann hier einmal die Standardwerte. Crit-Chance schon von 20%, ist ganz gut. Crit-Multiplikator 2,0. Dann eine Reichweite von 2,5, klar als Peitsche natürlich immer ein bisschen weiter schon. Und dann seht ihr hier schon Status von 40% standardmäßig, also schon sehr hoch. Und auch hier einen hohen Schnittschaden von 105,6. Und hier noch eine zweite Besonderheit. Die Waffe bringt dann nochmal Elektroschaden mit von 160. So viel dann einmal zu den wichtigsten Standardwerten. Und dann werde ich euch natürlich jetzt einmal hier mein Bild dazu zeigen. Das sieht dann einmal folgendermaßen aus. Als Haltungsmod entwaltetes Löwenmaul, plötzliche Peitschenhiebe, tödliche Schnitte, Zustandsüberladung, plus 120% Nahkampfschaden für jeden wirkenden Statuseffekt auf den Gegner, Blutrausch, um wieder unsere Crit-Chance hochzuziehen, genau wie nässende Wunden, um auch hier unsere Statuschance hochzuziehen, dann gleichzeitig noch Fieberschlag und bösartiger Frost, um nochmal auf Viralschaden zu kommen. Außerdem haben wir hier dann nochmal mit bösartiger Frost plus 60% Statuschance. Ihr seht, wir ziehen dann von 40% schon auf 64% hoch. Vor allem Reichweite auch nochmal wichtig, um noch mehr Gegner mitnehmen zu können. Opfener Stahl plus 220% Crit-Chance geht dann hier schon hoch auf 64%. Wie gesagt, wir dann nochmal gleichzeitig hochgezogen mit Blutrausch. Und dann haben wir noch zu guter Letzt Gladiator Macht. Ein bisschen Crit-Schaden nochmal mehr mit dabei. Geht dann hoch auf 3,2. Und außerdem wieder hier die 10%ige Chance, in den nächsthöheren Crit-Bereich zu kommen. Heißt, wir machen hier auch dann hier und da mal Red-Crit mit dabei. Werdet ihr natürlich gleich alles sehen. Und als zweites möchte ich euch dann noch... Ja, ne, kommen wir gleich zu. Die einzige Mod, die jetzt vielleicht austauschbar wäre in meinen Augen, müsst ihr dann selbst entscheiden. Ihr könnt dann natürlich hier nochmal hingehen, bösartiger Frost rausmachen und Nordwind reinmachen. Würde jetzt hier nicht klappen wegen meiner Kapazität. Ich habe auch nicht gemacht, weil ich hier lieber die Statuschance nochmal mitnehme. Verzichte dann ein bisschen auf den höheren Basisschaden. Aber das könnte man eventuell noch ändern. Ihr würdet dann einen etwas höheren Viralbrocken machen, aber auch die Statuschance wäre dann nochmal niedriger. Also hier eventuell ein bisschen spielen. Ich lasse aber hier bösartiger Frost auf jeden Fall drin. Und das Zweite, was ich euch noch sagen wollte, ist, ich habe bei einigen Spielern gemerkt, dass sie sich gar nicht so wirklich mit den Haltungsmods vertraut machen und fast nur durchgehend immer Kreis am Rumdrücken sind. Ihr könnt ja auch gerne hingehen bei den Haltungsmods und ihr schaut euch einmal hier auf den Kombos an, welche Möglichkeiten ihr ganz einfach dann habt. Weil da kann man doch schon einiges dann mehr aus der Waffe rausholen, statt hier nur Kreis rumzudrücken. Also ihr seht, hier bekommt ihr dann einfach mal eine Liste angezeigt, wo dann schön gezeigt wird, wo oder welche Angriffsmöglichkeiten ihr ganz einfach noch habt. So, das Ganze möchte ich euch jetzt dann natürlich auch nochmal, bevor ich noch eine Sache natürlich sage, wir gehen hier wieder auf die drei wichtigsten Dinger ein. Aura-Mod, stehender Ansturm, 60% Nahkampfschaden, wird da erhöht. Arcana Furie auf Rang 3 noch bei mir, bei Crit-Treffern. 40%ige Chance auf 120% Nahkampfschaden bei Nahkampfwaffen für 12 Sekunden. Und Arcana Hieb hier auf Max, bei Crit-Treffern eine 15%ige Chance auf plus 60% Angriffsgeschwindigkeit bei Nahkampfwaffen für 18 Sekunden. So, jetzt haben wir die drei wichtigsten Sachen hier erstmal noch mit drinne. Und wir rufen wieder 20 korrumpierte Kanonier-Eximus-Gegner und sterblich KI pausieren aus. Na ja, meine Güte, läuft ja heute wieder. Gegner Level 160. Simulieren. Ich möchte euch ganz einfach nochmal eben, bevor ich jetzt da hingehe,
paar Sachen zeigen. Zwar wenn ich jetzt allein so einen Kreis drücke, sieht der wirklich so nach vorne. L2 umkreist. Sehen die Angriffe auch schon anders aus. Dann kann ich nach oben. Ne, dann kann ich noch einen schweren Angriff machen. Zeige ich euch gleich aber nochmal. Ich würde jetzt praktisch hier auch Gegner zu mir hinziehen. Also macht euch ganz einfach mal mit den Kombos so ein bisschen vertraut. Und dann fangen wir mal hier an zu kreisen. Ihr seht schon kleine Peitsche. Wir nehmen ja einige Gegner mit. Und das fängt hier schon schön an zu leuchten. Wir sind natürlich auch ganz schnell hier mal 12. Und da seht ihr, da wechselt sich alles mal bunt ab. Orange, gelb, rot mit dabei. Ich glaube, man sieht ganz einfach, die Trocks sind überhaupt nicht zu unterschätzen auch wieder. Gehen wir ein bisschen weiter höher, damit man es auch schöner sieht. Schauen wir mal hier ein paar Mal drauf. Und man sieht da schon, wenn ich auch mal ein bisschen ruhiger mache, ganz einfach, wie die Trocks hier noch reinhauen. Da überlebt nicht wirklich lange etwas. Ich glaube, hier unten war noch ein Gegner, oder? Ne, der ist dann aus dem Staub gemacht oder war schon tot. Und jetzt möchte ich euch natürlich noch mal etwas anderes zeigen. Wir machen jetzt mal eben KI pausieren aus und Sterblichkeit lasse ich an. Ohne Mods hier mit Octavia würde ich nicht mal eine halbe Minute überleben. Simulieren jetzt noch mal. Und dann möchte ich euch da gerne noch mal was zeigen und das sieht ja auch. Erstens mal heben wir die Gegner hier ganz gut mit in der Luft. Und zweitens mal seht ihr ganz einfach auch durch den Elektroschaden, wie die zum Teil ja auch gestunt werden. Das heißt, die haben hier überhaupt nicht mal eine Möglichkeit, uns wirklich anzugreifen oder wenn sie hier in der Luft sind. Und so kommen wir jetzt mal zu ein paar Angriffen. Wenn ich jetzt L1 und Kreis zum Beispiel drücke, seht ihr da, wie ich die dann hinterher in der Luft ganz einfach auch hebe. Und er kommt auf jeden Fall nicht mehr lebend aus der Luft raus. Also ihr seht ja, ich schleudere den praktisch immer wieder mit hoch, dem Angriff. Oder der wird ganz einfach richtig gestunt. So, jetzt kann ich nochmal mit dem schweren Angriff. Ich kann mir den ja auch mal ranholen. Ne, der fliegt da einfach wieder in der Luft. Und der hat gar keine Möglichkeit mehr praktisch hier rauszukommen. Also wenn ich den dann einmal hab, dann ist dann auch wirklich Feierabend. Ihr seht, also er hat noch nicht mal eine Möglichkeit hier irgendwie so ansatzweise noch mal auf den Boden zu kommen und auf mich zu schießen. Damit muss man sich dann ganz einfach auch mal ein bisschen vertraut machen, weil da kann man echt eine ganze Menge noch aus der Waffe ganz einfach raus und statt nur wahllos Kreis rumzudrücken. Der fängt dann wieder an abzuheben. Ja, und ich denke, ihr habt jetzt ganz einfach gesehen oder ich hoffe, ihr versteht jetzt, was ich euch damit sagen wollte. Macht euch da ein bisschen auch mit den Kombos vertraut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne Feedback da. Habt Spaß am Spiel.